In den USA und Großbritannien misst man die Temperatur nicht wie bei uns in Grad Celsius, sondern in Grad Fahrenheit. Eine Temperatur von C Grad Celsius entsprechen F Grad Fahrenheit. Dabei gilt der Zusammenhang. F ist gleich C mal 1,8 plus 32. Die Wassertemperatur in einem Pool beträgt 100 Grad Fahrenheit. Könnten wir hier baden gehen? Wir lösen die Aufgabe, indem wir zuerst die Formel umformen. Die Formel lautet F ist gleich C mal 1,8 plus 32. Wir lösen die Aufgabe mit Hilfe einer Umkehroperation. In dieser Formel haben wir sowohl einen Punkt als auch eine Strichrechnung. Von Umkehroperationen wissen wir, zuerst müssen wir die Strichrechnung umkehren, dann die Punktrechnung. Das heißt, wir kehren zuerst die Strichrechnung um. Stellen wir uns das Ganze grafisch dar. Wenn wir zu C mal 1,8 32 addieren, so erhalten wir F. Um also von F auf C mal 1,8 zu kommen, müssen wir minus 32 rechnen. Die Umkehroperation zu plus 32 ist minus 32. Das heißt, wir rechnen F minus 32 ist C mal 1,8. Nun müssen wir die Multiplikation umkehren. Auch das stellen wir uns grafisch vor. Wenn wir hier zu C gelangen wollen und hier F minus 32 uns vorstellen, dann wissen wir, C mal 1,8 ist F minus 32. Um jetzt aber zu C zu gelangen, müssen wir rechnen, dividiert durch 1,8. Die Umkehroperation zu mal 1,8 ist durch 1,8. Wir berechnen C also, indem wir F minus 32 durch 1,8 rechnen. Wir können auch schreiben, C ist F minus 32 durch 1,8. Nun setzen wir in die neue Formel 100 Fahrenheit für F ein. C ist gleich 100 minus 32 durch 1,8. C ist gleich 68 durch 1,8. C ist, wenn wir diese Division ausführen, 37,7 periodisch. Wasser bei 100 Grad Fahrenheit ist also ca. 38 Grad warm. Wir wissen, bei 38 Grad Celsius können wir baden gehen. Außer es ist uns vielleicht zu warm. Es könnte sein, dass es sich hier zum Beispiel um ein Thermalbad handelt. Also wir könnten baden gehen, außer wir mögen so eine Temperatur nicht.